Im Namen der Familien verurteilen wir diese barbarische Tat aufs Tiefste. Nicht nur wir sind Opfer geworden als Familie, sondern hier wir alle sind Opfer geworden eines kranken, rechtsfeindlichen, mit barbarischen Ideologie. Dieser Mensch, das kann man eigentlich kein Mensch mehr nennen, der hatte ein faschistisches, rassistisches Wert und Gut. Er hat die Menschen, die anders aussahen, die andere Hautfarbe hatten, die eine andere Religion hatten, umgebracht. Wir müssen dazu sagen, diese Opfer, diese Kinder von uns, wir haben hier Kinder verloren, Brüder verloren, Mütter verloren, Vater verloren, sind alles Kinder von Hanau. Die sind hier geboren, hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und das sind Kinder Deutschlands und sonst keine anderen. Diese Kinder, die Heimat ist hier und nicht woanders, nicht sonstiges. Das sind Kinder von hier und sonst nirgendwo. Ich möchte betonen, jeder von uns, egal wie der aussieht, ob er schwarzer hat, blonder Haare, ob er kurdisch, türkisch, afrikanisch, sonstige Sprache spricht, er ist ein Kind von hier und sonst nirgendwo. Wir wollen betonen, dass die Menschen, die dort in den Parlamentariern sitzen, die rechtsfeindliche Sachen und Gedanken gut verteilen, auf unsere Kosten hier das machen. Wir bezahlen hier Steuergelder, die sitzen mit unseren Steuergeldern da oben und hier verteilen das Schlechte. Diese Tat ist eine Tat gegen uns alle, gegen die Menschlichkeit, gegen Demokratie, gegen alles, was wir als gut einschätzen. Wir müssen aufpassen in diesen schweren Zeiten wie heute und gestern, dass wir morgen noch alle zusammenhalten. Es kann nicht sein, dass die Solidarität und dass das Zusammensein nachlässt. Wir müssen in diesen schweren Stunden, wo die Wunde von uns tief ist und der Schmerz sehr groß ist, müssen wir jetzt noch weiter zusammenwachsen. Wir müssen diesen Faschismus und Rassismus ein Ende setzen. Eins möchte ich noch sagen. Ferhats Opa kam 1979 nach Deutschland als Gastarbeiter. Er war Straßenbauer. Damals war in Hanau waren die Straßen katastrophal. Er hat hier in Hanau die Straßen mit aufgebaut. Die Tragik ist, der Täter ist auf den Straßen gefahren, die Ferhats Opa aufgebaut hat. Das kann nicht sein, dass hier wir mit harter Arbeit zusätzlich noch Opfer werden. Wir müssen aufhören, dass wir, auch wenn wir jetzt schwarze Haare haben, andere Sprache sprechen, anders aussehen, unterschieden werden. Es gibt keinen Ausländerfreund und deutschen Freund. Wir sind alle eins hier und das muss jeder hier verstehen. Wir haben einen tiefen Schmerz. Wir haben einen Menschen verloren und
Die Wunde, die wird nicht heilen. Was uns aber hilft, wenn wir diese Solidarität und diesen Zusammenhalt sehen, dass Menschen, die jetzt nicht mit uns verwandt sind, so eine Anteilnahme haben. Vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie Anteilnahme nehmen. Dankeschön.